Zwölftes Kapitel. Als Colin am nächsten Morgen erwachte, fiel ihm ein, dass er Penelope immer noch nicht um Verzeihung gebeten hatte. Streng genommen war es vielleicht nicht mehr nötig, da sie am Vorabend zu einer Art stillschweigendem Einverständnis gekommen waren, auch wenn sie kaum miteinander gesprochen hatten. Trotzdem war Colin sich sicher, dass er sich erst dann wieder wohl in seiner Haut fühlen würde, wenn er sich entschuldigt hatte. Es ziemte sich ganz einfach so. Und er war schließlich ein Gentleman. Und außerdem hatte er größte Lust, sie heute zu sehen. Er war in die Bruton Street gegangen, um mit seiner Mutter und den Geschwistern zu frühstücken, doch da er nach seinem Besuch bei Penelope direkt nach Hause zurückkehren wollte, nahm er für die kurze Strecke in die Mount Street die Kutsche, obwohl er sich dabei schrecklich faul vorkam. Mit einem zufriedenen Lächeln lümmelte er sich in die Polster und schaute zu, wie die liebliche Frühlingsszenerie am Fenster vorbeizog. Es war einer dieser vollkommenen Tage, an denen alles stimmte. Die Sonne schien, er strotzte vor Energie, er hatte hervorragend gefrühstückt. Schöner konnte das Leben nicht werden. Und er war unterwegs zu Penelope. Colin dachte lieber nicht allzu genau darüber nach, warum er sich so sehr darauf freute, sie zu sehen. Über dergleichen zermarterte sich ein Junggeselle von 33 Jahren nicht gerne den Kopf. Stattdessen genoss er einfach den Tag. Die Sonne, die Luft, sogar die hübschen drei Stadthäuser in der Mount Street, an denen er vorbeikam, ehe er vor Penelopes Haustür hielt. Zwar zeichneten sie sich durch keinerlei Besonderheit aus, doch an diesem wunderbaren Morgen wirkten sie einfach reizend, so hoch und schmal und eng nebeneinander gebaut. Es war ein wunderbarer Tag. Warm, heiter, sonnig und still. Nur dass er, als er sich von der Sitzbank erhob, aus den Augenwinkeln auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Bewegung wahrnahm. Penelope. Sie stand an der Ecke Mount und Panther Street, und zwar so, dass sie nicht zu sehen war, wenn jemand in ihrem Haus in der Mount Street aus dem Fenster blickte. Und eben stieg sie in eine Mietdroschke. Interessant. Colin runzelte die Stirn und schlug sich gegen die Stirn. Interessant war es eben gerade nicht. Was zum Teufel dachte er sich dabei? Es war überhaupt nicht interessant. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte es interessant sein können. Oder wenn der Wagen, in den sie gerade stieg, aus der Remise der Featheringtons gestammt hätte. Und wenn eine Zofe oder eine Schwester oder überhaupt irgendjemand sie begleitet hätte. Stattdessen stieg sie allein in eine schmierige Droschke. Das war nicht interessant, sondern idiotisch. »Dummes Weibsstück«, murmelte er und sprang aus dem Wagen, um zur Droschke zu eilen, die Tür aufzureißen und Penelope herauszuzerren. Doch im letzten Augenblick überkam ihn jener Wahnwitz, der ihn auch dazu führte, die Welt zu bereisen. Seine Neugier. Im Stillen verfluchte er sich, aber er konnte nicht anders. Es sah Penelope so gar nicht ähnlich, sich allein in einer Droschke aufzumachen. Er musste einfach herausfinden, wohin sie wollte. Statt sie also zu schütteln, bis sie wieder zur Vernunft kam, wies er seinen Kutscher an, der Droschke zu folgen. Die Fahrt ging nach Norden, Richtung Oxford Street, woraufhin Colin annahm, dass Penelope einkaufen gehen wollte. Es konnte eine ganze Menge Gründe geben, warum sie nicht den Wagen der Featheringtons genommen hatte. Vielleicht war die Kutsche kaputt, vielleicht war ein Pferd krank geworden, vielleicht wollte Penelope heimlich ein Geschenk kaufen. Nein, das ging nicht. Penelope würde sich niemals allein zu einem Einkaufsbummel aufmachen. Sie würde eine Zofe mitnehmen, eine ihrer Schwestern oder auch eine seiner Schwestern. Allein die Oxford Street entlang zu schlendern, würde nur zu jeder Menge Klatsch führen. Eine Frau, die allein durch London spazierte, wäre Wasser auf Lady Whistledowns Mühlen. Wäre es gewesen. Es fiel ihm schwer, sich an ein Leben ohne die Whistledown-Kolumne zu gewöhnen. Er hatte gar nicht gewusst, wie selbstverständlich es für ihn geworden war, das Klatschblatt auf jedem Frühstückstisch herumliegen zu sehen. Und wo er schon einmal bei Lady Whistledown war? Er war überzeugter denn je, dass sie niemand anderes als seine Schwester Eloise sein konnte. Er war hauptsächlich deswegen zum Frühstück in die Bruton Street gegangen, um Eloise auszufragen. Und dann musste er erfahren, dass sie sich immer noch nicht sonderlich wohl fühle und nicht zum Frühstück herunterkommen werde. Allerdings war Colin nicht verborgen geblieben, dass ein schwer beladenes Tablett in ihr Zimmer gebracht worden war. Was Eloise auch fehlte, ihren Appetit hatte es ihr nicht verschlagen. Den anderen gegenüber hatte er seinen Verdacht nicht geäußert. Er sah wirklich keinen Grund, seine Mutter aufzuregen. Es war schwer zu glauben, dass Eloise, die den neuesten Klatsch fast genauso gern durchhechelte, sich die Gelegenheit entgehen lassen sollte, über Cressida Tumleys Enthüllung zu plaudern. Es sei denn, Eloise war Lady Whistledown. In dem Fall würde sie auf ihrem Zimmer bleiben und sich ihren nächsten Schritt überlegen. Es passte alles zusammen. Wenn es nicht so aufregend gewesen wäre, sie zu erwischen, hätte Colin sich fürchterlich gegrämt.
Nachdem die Kutsche ein paar Minuten dahingerollt war, steckte Colin den Kopf aus dem Fenster, um sich zu vergewissern, dass sie Penelopes Spur nicht verloren hatten. Aber sie war noch da, unmittelbar vor ihm. Zumindest glaubte er, dass es sich um ihre Droschke handelte. Von diesen Mietwagen sah einer wie der andere aus, also konnte er nur hoffen, dass sie noch dem richtigen folgten. Plötzlich merkte er, dass sie ziemlich weit im Osten waren. Tatsächlich überquerten sie gerade die Soho Street, und das bedeutete, dass die Tottenham Court Road nicht weit war, und das wiederum hieß... Lieber Himmel, wollte Penelope etwa zu ihm? Bedford Square war praktisch um die Ecke. Gerade als Colin zu dem Schluss gekommen war, dass Penelope vermutlich nicht vor Dover aus der Kutsche steigen würde, überquerte der Wagen die Fleet Street und hielt an. Colin beobachtete, was Penelope tat, obwohl es ihn mit Macht dazu drängte, hinauszuspringen und sich auf sie zu stürzen. Man konnte es Intuition, vielleicht auch Wahnsinn nennen. Jedenfalls wusste er, dass er nie erfahren würde, was Penelope vorhatte, wenn er sie jetzt ansprach. Sobald sie sich weit genug entfernt hatte, stieg er aus und folgte ihr in südlicher Richtung, bis sie eine Kirche erreicht hatten, die wie eine Hochzeitstorte aussah. »Lieber Himmel«, fluchte Colin still vor sich hin. Sie verschwand in der Kirche und er eilte ihr nach, wurde erst langsamer, als er die Eingangstür erreicht hatte. Er wollte sie nicht vorschnell überraschen. Erst wollte er herausfinden, was genau sie hier trieb. Trotz seiner Bemerkung glaubte er eigentlich nicht, dass Penelope plötzlich von dem Wunsch überwältigt worden war, unter der Woche zur Kirche zu gehen. Leise schlüpfte er in die Kirche. Penelope lief gerade den Mittelgang hinunter, wobei sie die einzelnen Kirchenbänke mit der linken berührte, als wollte sie sie abzählen. Colin runzelte die Stirn, als sie in eine Kirchenbank rutschte und schlich ihr dann nach. Ein Weilchen saß sie still da, dann zog sie einen Umschlag aus dem Retikül. Sie bewegte den Kopf nach links, dann nach rechts, und Colin konnte sich nur zu gut vorstellen, wie ihr Blick prüfend durch den Raum wanderte. Er war vor ihren Blicken sicher, da er hinter ihr stand, tief im Schatten an die Wand gedrückt. An den Rückenlehnen der Bänke waren flache Fächer für Gesangbuch und Bibel angebracht, und Colin beobachtete, wie sie den Umschlag in eines dieser Fächer gleiten ließ. Dann stand sie auf und bewegte sich Richtung Mittelgang. In diesem Moment trat Colin aus dem Schatten und strebte energisch auf sie zu. Der Schrecken, der sich in ihrem Gesicht abzeichnete, erfüllte ihn mit grimmiger Befriedigung. »Col, Col«, keuchte sie. »Colin, meinen Sie wohl«, sagte er mit schleppender Stimme und packte sie mit festem Griff am Oberarm, so dass sie sich ihm unmöglich entwinden konnte. Klug wie sie war, probierte sie es nicht einmal. Klug wie sie war, versuchte sie jedoch Unschuld zu heucheln. »Colin«, brachte sie schließlich hervor. »Was für eine...« »Überraschung«, sie schluckte. »Ja.« »Das kann ich mir denken.« Ihr Blick huschte zur Tür, den Mittelgang hinunter, in der ganzen Kirche herum. Nur nicht zu dem Platz, wo sie gerade den Umschlag versteckt hatte. »Ich habe sie hier noch nie gesehen.« »Ich war ja auch noch nie hier.« Penelope klappte den Mund mehrere Male auf und zu, bevor sie die nächsten Worte hervorbrachte. »Tatsächlich passen sie sehr gut hierher, weil nämlich... Wir befinden uns nämlich in St. Bride's.« Er zog eine Augenbraue hoch. »Ach ja?« Penelope versuchte zu lächeln, doch es wollte ihr nicht recht gelingen. Tatsächlich wirkte sie mit dem offenstehenden Mund fast wie ein Schwachkopf. Normalerweise hätte ihn das amüsiert, doch war er immer noch wütend auf sie, weil sie sich allein auf den Weg gemacht hatte, ohne Rücksicht auf ihre Sicherheit oder ihr Wohlergehen. Vor allem aber war er zornig, weil sie ein Geheimnis hatte. Nicht so sehr deswegen, weil sie ihr Geheimnis für sich behalten hatte, denn dazu waren Geheimnisse ja da. Nein, das warf er nicht vor. So unvernünftig es war, er konnte es einfach nicht ertragen, dass sie überhaupt etwas zu verbergen hatte. Sie war Penelope. Penelope sollte für ihn ein offenes Buch sein. Er kannte sie, hatte sie immer gekannt. Und plötzlich musste er erkennen, dass er sie überhaupt nie gekannt hatte. »Es ist eine von Ranskirchen, wissen Sie? Eine von denen, die er nach dem hohen Feuer gebaut hat«, meinte sie plötzlich mit ziemlich hoher Stimme. »In der City gibt es jede Menge davon, und die hier ist mir die liebste. Ich finde den Turm so schön. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass er wie eine Hochzeitstorte aussieht?« Sie redete zu viel. Es war nie ein gutes Zeichen, wenn die Leute zu viel redeten. Oft verschleierten sie etwas damit. Natürlich war ihm längst klar, dass Penelope etwas vor ihm zu verbergen suchte, aber der untypische Redeschwall verriet ihm, dass ihr Geheimnis ziemlich groß sein musste. Er starrte sie an, ein paar Sekunden, um sie zu quälen, und dann fragte er, »Sind Sie deswegen der Ansicht, dass ich gut hierher passe?« Verständnislos schaute sie ihn an. »Die Hochzeitstorte«, erläuterte er. »Oh«, quietschte sie und rief dunkelrot an. »Nein, überhaupt nicht.
Es ist nur, was ich sagen wollte, war, dass dies die Kirche der Journalisten und Schriftsteller ist. Und die der Verleger auch. Glaube ich zumindest. Sie redete wirres Zeug, das wusste sie selbst. Er sah es ihr an, sah es in ihrem Blick, ihrer Haltung, ihren Gesten. Aber sie gab nicht auf, versuchte ein normales Gespräch in Gang zu bringen, als wäre nichts passiert. Aber bei den Schriftstellern bin ich mir sicher. Und mit einer schwungvollen Armbewegung, die triumphierend hätte sein können, wenn sie die Wirkung nicht mit einem nervösen Schluck ruiniert hätte. Und Sie sind ein Schriftsteller. Wollen Sie damit andeuten, dies ist meine Kirche? Ihr Blick wanderte nach links. Ja. Hervorragend. Sie schluckte. Ja? Oh ja, entgegnete er mit einer kühlen Lässigkeit in der Stimme, die sie in Angst und Schrecken versetzen sollte. Wieder schaute sie nach links. Zu der Kirchenbank, wo sie den Umschlag versteckt hatte. Meine Kirche, wiederholte er. Was für eine hübsche Idee. Erschrocken riss sie die Augen auf. Ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Er tippte sich mit dem Finger ans Kinn und streckte dann nachdenklich die Hand aus. Ich glaube, ich finde Geschmack am Beten. Beten, wiederholte sie schwach. Jetzt? Oh ja. Ich... Ja? Allmählich fing er an, sich auf eine etwas kranke Art zu amüsieren. Er war nie der zornige, brütende Typ gewesen und hatte nicht geahnt, was ihm da alles entging. Irgendwie machte es ihm Spaß, sie in Verlegenheit zu bringen. Penelope, fuhr er fort, wollten Sie etwas sagen? Nein. Gut, er lächelte ausdruckslos. Dann wäre ich jetzt gern ein paar Momente für mich. Wie bitte? Mir scheint, als befände ich mich in einer Kirche. Ich möchte jetzt beten. Sie machte einen Schritt nach links. Wie bitte? Er legte den Kopf schief. Ich sagte, ich möchte beten. Was ist daran so schwer zu begreifen? Er sah, dass sie sich Mühe gab, sich von ihm nicht provozieren zu lassen. Sie versuchte zu lächeln, aber ihre Kiefer malten. Vermutlich hätte sie ihre Zähne in wenigen Minuten pulverisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sonderlich religiös sind, erwiderte sie. Bin ich auch nicht. Ich werde für Sie beten. Sie schluckte. Für mich? Wenn ich mit Ihnen fertig bin, begann er und konnte dabei nicht verhindern, dass er immer lauter wurde, wird Ihnen nur noch ein Gebet helfen können. Und damit stieß er sie beiseite und ging schnurstracks auf die Bank zu, wo sie den Umschlag versteckt hatte. Colin! Schrie sie und rannte ihm wie von Sinnen nach. Nicht! Er zerrte den Umschlag heraus, öffnete ihn aber nicht. Möchten Sie mir verraten, was das ist? Wollen Sie es mir sagen, bevor ich selbst nachschaue? Nein, flüsterte sie mit zitternder Stimme. Ihm brach beinahe das Herz. Bitte, flehte sie leise, bitte geben Sie ihn mir zurück. Und als er sie nur mit hartem, zornigem Blick musterte, wisperte sie. Er gehört mir. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, für das Sie Ihr Wohlergehen aufs Spiel setzen? Rief er. Ihr Leben? Wovon sprechen Sie? Haben Sie eine Ahnung, welche Gefahren auf eine einzelne Frau in der City lauern? Colin, bitte! Sie griff nach dem Umschlag. Plötzlich wusste er nicht mehr, was er hier überhaupt zu suchen hatte. Dieser wahnsinnige Zorn, dieser Ärger, das alles passte doch nicht zu ihm. Und doch empfand er genau das. Aber am meisten verstörte ihn, dass Penelope diese Gefühle in ihm hervorrief. Was hatte sie denn getan? Sie war allein quer durch London gefahren. Dass sie sich so wenig um ihre eigene Sicherheit kümmerte, ärgerte ihn zwar, aber dieser Ärger verblasste neben dem Zorn, den er empfand, weil sie ein Geheimnis hatte. Sein Zorn war völlig unangebracht. Er hatte nicht das geringste Recht, von Penelope zu erwarten, dass sie ihre Geheimnisse mit ihm teilte. Sie waren einander nicht weiter verbunden, nur in Freundschaft. Und einem einzigen, wenn auch beunruhigend auffühlenden Kuss. Wenn sie nicht zufällig über seine Tagebücher gestolpert wäre, hätte er sie ihr nicht gezeigt. Colin, hauchte sie. Bitte nicht. Sie hatte seine privaten Schriften gelesen. Warum sollte er ihre nicht auch in Augenschein nehmen? Ob sie einen Liebhaber hatte? War all der Unsinn von wegen nie geküsst etwa genau das? Unsinn? Lieber Himmel, dieses Feuer, das in ihm brannte, war das etwa Eifersucht? Colin, wiederholte sie erstickt. Sie legte die Hand auf die seine, um ihn davon abzuhalten, den Umschlag zu öffnen. Nicht mit Gewalt, schließlich war er stärker als sie, sondern nur durch ihre Präsenz. Aber er war nicht mehr aufzuhalten. Eher wäre er gestorben, als ihr den Umschlag ungeöffnet zurückzugeben. Er riss ihn auf. Penelope stieß einen erstickten Schrei aus und stürmte aus der Kirche.
und dann sank er auf die Bank, atemlos und benommen. »Um Himmels willen«, wisperte er. »Um Himmels willen«. Als Penelope draußen vor der Kirche stand, war sie ziemlich hysterisch. Zumindest hysterischer als je zuvor. Ihr Atem ging keuchend, in ihren Augen brannten Tränen und ihr Herz fühlte sich an. Ihr Herz fühlte sich an, als würde es sich gleich übergeben, falls so etwas überhaupt möglich war. Wie hatte er ihr das nur antun können? Er war ihr gefolgt. Was hatte er denn davon? Warum sollte er? Plötzlich fuhr sie herum. »Verdammt!« heulte sie auf, und es war ihr egal, wer sie hören konnte. Ihre Droschke war weg. Sie hatte den Kutscher ausdrücklich angewiesen zu warten, da sie gleich wieder da sein wollte, aber er war nirgends zu sehen. Noch etwas, was sie Colin vorwerfen konnte. Er hatte sie in der Kirche aufgehalten, und jetzt war ihre Droschke weg, und sie, Penelope, saß mitten in der Londoner City fest, so weit weg von Mayfair, dass sie genauso gut in Frankreich gestrandet sein könnte. Die Leute starrten sie schon an, und sie rechnete damit, jeden Moment angesprochen zu werden, denn wer hätte je eine wohlerzogene junge Dame allein in der City gesehen, vor allem wenn sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand? Warum, warum, warum war sie nur so dumm gewesen, ihn für vollkommen zu halten? Sie hatte ihr halbes Leben damit zugebracht, jemanden zu verehren, den es überhaupt nicht gab. Denn der Colin, den sie kannte, den sie zu kennen geglaubt hatte, der existierte überhaupt nicht. Wer dieser neue Colin auch war, sie war sich nicht sicher, ob sie ihn überhaupt mochte. Der Mann, den sie all die Jahre so treu geliebt hatte, hätte sich nie so benommen. Er wäre ihr nicht gefolgt. Nun ja, vielleicht doch, aber dann nur, um sich zu vergewissern, dass sie in Sicherheit war. Und an ihrer privaten Korrespondenz hätte er sich auch nicht vergriffen. Sie hatte zwar auch zwei Seiten seines Tagebuchs gelesen, aber die hatten nicht in einem versiegelten Umschlag gelegen. Langsam sank sie auf die kalten Treppenstufen nieder. Es blieb ihr kaum etwas anderes übrig, als hier auf Colin zu warten. Nur ein Dummkopf würde sich zu Fuß auf den langen Heimweg machen. Vermutlich könnte sie in der Fleet Street eine Droschke bekommen, aber vielleicht waren ja alle besetzt, und außerdem, was hatte es für einen Sinn, vor Colin davonzulaufen? Er wusste, wo sie wohnte, und solange sie nicht beschloss, auf die Orkney-Inseln auszuwandern, standen die Chancen schlecht, einer Konfrontation auszuweichen. Sie seufzte. Vermutlich würde Colin sie auch auf den Orkneys finden. Und außerdem wollte sie gar nicht dorthin. Sie unterdrückte ein Schluchzen. Ihre Gedanken wurden auch immer wirrer. Warum war sie so auf die Orkneys fixiert? Plötzlich ertönte Colins Stimme hinter ihr, knapp und sehr, sehr kalt. »Stehen Sie auf!« Sie erhob sich. Nicht, weil er es ihr befohlen hatte, sondern weil sie nicht ewig auf den Stufen sitzen bleiben konnte. Auch wenn sie sich am liebsten ein paar Monate vor Colin versteckt hätte, bot er ihr jetzt die einzig sichere Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Er nickte zur Straße hinunter. »In die Kutsche!« Sie ging die Treppe hinunter und stieg ein, wobei sie noch mitbekam, wie Colin den Kutscher anwies, einen Umweg zu fahren. »Um Himmels willen!« Sie waren schon eine Weile unterwegs, als er ihr das einzelne Blatt Papier reichte, das sie im Umschlag gesteckt hatte. »Ich glaube, das gehört Ihnen.« Sie betrachtete es und nahm es entgegen. Nicht, dass sie es hätte anzuschauen brauchen, schließlich kannte sie den Text auswendig. Sie hatte ihn letzte Nacht so oft umgeschrieben, dass sie ihn wohl nie mehr vergessen würde. »Nichts verachte ich mehr als einen Gentleman, der es amüsant findet, einer Dame herablassend die Hand zu tätscheln und zu sagen, »Es ist das Vorrecht der Frauen, es sich dauernd anders zu überlegen.« Und weil ich der Meinung bin, dass man Worten Taten folgen lassen sollte, habe ich mich bisher immer sehr darum bemüht, mich an meine Entscheidungen zu halten. Deswegen, lieber Leser, sollte die Kolumne, die ich am 19. April schrieb, wirklich meine letzte sein. Ereignisse, auf die ich keinen Einfluss habe, zwingen mich jedoch, ein letztes Mal die Feder zur Hand zu nehmen. Meine Damen und Herren, bei der Verfasserin dieser Zeilen handelt es sich nicht um Lady Cressida Tomley. Diese Dame ist nichts als eine gerissene Hochstaplerin. Es würde mir das Herz brechen, wenn eine solche Frau die Früchte meiner Arbeit ernten sollte. Lady Whistledowns Gesellschaftsjournal, 21. April 1824. Sehr präzise faltete Penelope das Papier wieder zusammen, versuchte sich dabei zu fassen und sich zu überlegen, was um alles in der Welt sie sagen sollte. Schließlich rang sie sich ein Lächeln ab und scherzte. »Haben Sie es erraten?« Er schwieg, so dass sie gezwungen war, ihn anzuschauen. Sofort wünschte sie, sie hätte es unterlassen. Colin wirkte wie ein Fremder. Verschwunden waren das leichte Lächeln, das immer um seine Lippen spielte, und die Freundlichkeit in seinem Blick. Ersetzt von harten Zügen und kaltem, reinem Eis. Der Mann, den sie gekannt, den sie so lange Jahre geliebt hatte. Sie wusste nicht, wo er geblieben war.
Also nicht, meinte sie zitternd. Wissen Sie, worum ich mich im Moment bemühe? Fragte er laut. Sie wollte schon verneinen, doch ein Blick in sein Gesicht zeigte ihr, dass sie jetzt besser schwieg. Ich versuche mir darüber klar zu werden, was mich am wütendsten macht. Die Auswahl ist so groß, so riesengroß, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Penelope wollte ihm schon etwas vorschlagen, hielt dann aber doch lieber den Mund. Erstens, begann er, und sein ausdrucksloser Ton legte nahe, wie sehr er sich bemühte, seinen Zorn im Zaum zu halten, was an sich schon beunruhigend war, da sie nicht gewusst hatte, dass Colin überhaupt zornig werden konnte. Kann ich einfach nicht fassen, dass sie so dumm waren, allein in die City aufzubrechen und dann auch noch in einer Mietdroschke. Was hätte ich denn sonst tun sollen, wenn ich allein nicht aus dem Haus darf? Platzte Penelope heraus, bevor ihr einfiel, dass sie ihr hatte schweigen wollen. Das ist mir durchaus klar, fuhr er sie an. Und mit gutem Grund. Penelope ignorierte den Einwurf. Da ich aber allein ausgehen wollte, musste ich eben eine Droschke nehmen. Unser Kutscher hätte sich geweigert, mich dorthin zu bringen. Ihr Kutscher, erwiderte er eisig, ist ein weiser und vernünftiger Mann. Penelope schwieg. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was Ihnen hätte passieren können? Fragte er. Die eiserne Selbstbeherrschung schien ihn allmählich im Stich zu lassen. Nichts, erklärte sie. Ich war schon öfter hier und... Wie bitte? Rau packte er sie am Oberarm. Was haben Sie da gesagt? Penelope starrte ihn an und hoffte, irgendwie durch den wilden Zorn hindurch zu dem Mann durchdringen zu können, den sie kannte und so sehr liebte. Immer wenn ich meinem Verleger eine wichtige Nachricht hinterlassen muss, komme ich her, erläuterte sie. Ich schicke ihm eine verschlüsselte Botschaft, dann weiß er, dass er hier etwas abholen kann. Wenn wir schon dabei sind, sagte Colin wild und riss ihr das Blatt Papier wieder aus der Hand. Was zum Teufel ist das? Verwirrt schaute Penelope ihn an. Ich hätte gedacht, das wäre offensichtlich. Ich bin... Ja, natürlich. Sie sind die verdammte Lady Whistledown und wahrscheinlich lachen Sie sich schon seit Wochen ins Fäustchen, weil ich annahm, es wäre Eloise. Nein, rief sie. Nie im Leben, Colin. Ich würde doch niemals über Sie lachen. Doch seine Miene verriet ihr deutlich, dass sie ihr nicht glaubte. In seinen grünen Augen las sie, wie gedemütigt er sich fühlte. Etwas, was sie nie von ihm erwartet hätte. Er war in Bridgerton. Er war beliebt, selbstsicher, beherrscht. Nichts konnte ihn in Verlegenheit bringen. Niemand konnte ihn demütigen. Nur sie anscheinend. »Ich konnte es Ihnen doch nicht anvertrauen«, wisperte sie, um diesen Ausdruck aus seinen Augen zu verscheuchen. »Ich konnte es Ihnen nicht erzählen.« Er schwieg, und dann, als hätte sie nichts gesagt, als hätte sie es ihm nicht zu erklären versucht, hob er das belastende Stück Papier und wedelte damit herum. »Das ist der hellste Wahnsinn«, stieß er hervor. »Haben Sie den Verstand verloren?« »Ich weiß nicht, was Sie meinen.« »Ihnen hat sich ein wunderbarer Ausweg geboten. Cressida Tumley war bereit, für Sie den Kopf hinzuhalten.« Plötzlich packte er sie an den Schultern und hielt sie so fest, dass sie kaum noch atmen konnte. »Warum konnten Sie es nicht auf sich beruhen lassen, Penelope?« Seine Augen blitzten. So emotionsgeladen hatte sie ihn noch nicht erlebt, und es brach ihr schier das Herz, dass all diese Gefühle im Zorn gegen sie gerichtet waren. »Ich konnte es ihr nicht durchgehen lassen«, flüsterte sie. »Ich konnte ihr nicht erlauben, mein Geheimnis an sich zu reißen.«